Hey Leute, ich bin's Phil und heute gibt's mal wieder eine weitere Dreh-Parcours-Map und zwar diesmal wieder für mich gebaut worden, Leute, von dem Musical Reaper. Vielen Dank dafür, ich freue mich mal wieder auf die Map. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, so sieht hier die kleine, aber feine Lobby aus. Das ist mittlerweile der vierte Teil schon davon. Also Leute, ich kann gleich mal auf den Startknopf gehen. Es gibt nur eine Regel, nicht cheaten. Manchmal musst du gewisse Bugs nutzen. Okay, und da bin ich auch schon gleich gestartet und ihr seht schon, was es hier auf sich hat. Es sind neue Features dabei heute und da oben kann ich nur sagen, es wird crazy. Aber falls ihr schon mal mehr davon sehen wollt, Leute, gerne alle jetzt mal liken und gerne auch abonnieren. Ist kostenlos, macht es gerne mal jetzt. Ihr verpasst keine weiteren Videos, würde mich freuen. Und ich bin sowas von raus, Leute. Ich muss erstmal wieder, zum Glück ist hier kein Fehler am Start, sonst hätte ich hier schon 100 Fails. Ich muss irgendwie erstmal so, ja, den richtigen Moment finden. Aber jetzt, so langsam sollte ich doch eingespielt sein. Oh, hier kommen Leitern. Ja, das ist was Neues. Wow. Ja, genau. Die drehen sich einfach da komplett. Den und auf den. Jawohl. Und dann wiederum hier drauf. Jetzt muss ich erstmal schauen, wie ich es mache. Vielleicht so und dann. Das ist schwer. Naja, dann schaue ich mal. Probiere ich mal mein Glück. Ich war dran. Brauche ich da irgendwie eine bestimmte Taktik dazu? Ich weiß es noch nicht, wie ich es mache. Ah. Wow, jetzt bin ich. Okay, ich habe an der Leiter gesneakt, aber das bringt mir ja nichts, weil sich's dreht. Das heißt, damit ist vielleicht die verschiedenen Bugs ausnutzen gemeint. Irgendwie kann ich da schon hoch. Ja, ganz langsam. Und jetzt bin ich oben. Endlich. Das kann ja nicht so schwer sein, aber. Oh, jetzt auf die andere Seite. Jawohl. Und wie schnell dreht sich jetzt das? Ja, okay. Ein bisschen schneller vielleicht noch nächstes Mal. Und nein. Ich muss links bleiben. Yes, ein Checkpoint habe ich hier. Ja, das ist ein Checkpoint, hoffe ich mal. Okay, da, also im Vergleich, auch zum Anfang, das dreht sich ja richtig langsam hier. So, das kann ich noch aushalten. Ein paar normale Sprünge. Und was? Oh, ich hab's verpasst. Ich hab doch gewusst, wenn ich nichts sehe, dann kommt immer so was Riesiges, was sich dreht. Und was nice ist, es kommt auch zweimal. Und jetzt geht's hier nach oben, Leute. Also wie gesagt, falls ihr echt schon mal mehr von so crazy Parcours feiert. Nein, ich bin da runtergeflogen. Gerne Like da lassen. Weil Leute, solche Parcours-Maps, die gibt es einfach normal nicht. Und es ist echt eine besondere Challenge. So, jetzt aber. Ich muss da irgendwie an der Seite so ein bisschen. Das ist. Und dann. Oh nein. Jetzt kann ich aber wieder. Ich gehe am besten hier unten hin. Aber ich fliege runter. Das war gar keine gute Idee. Irgendwie hier. Ja. Nein. War auch eine Idee, wie ich es machen kann. So, wenn sich das jetzt ein bisschen weiter dreht, gehe ich auf die andere Seite. Hier nehme ich drauf. Dann auf die. Und dann. Leute, es muss so klappen. Ja, von der langen Bahn auf das hier. Ich cheate nur dieses eine Mal, okay? Das ist ja richtig schwer. Also man muss dann. Naja, ich denke mal, ihr habt es gesehen, wie es möglich wäre. Aber das ist krass. Man muss auch immer so lange warten auf das Teil. So, was kommt hier? Ja, das dreht sich alles. Okay, wenn man springt. Es fühlt sich alles nicht normal an. So, aber ein einfacher Parcours muss auch sein, der aber nicht einfach ist. So, es dreht. Ja, sobald ich mich bewege, ist alles verwirrend. Okay, und. Was? Da kann man sich ja festheben. Okay, zum Glück bin ich nicht ganz runter, aber ich bin. Naja, gut, ich bin hier. Ich denke, ich hab's gleich geschafft. Ja, bitte nicht da hängen bleiben. Und der nächste Checkpoint. Wow, jetzt kommen ein paar Ventilatoren und die werden. Ich habe direkt einen Fail geholt. Die werden schneller. Guck mal, ja. Sobald man den richtigen Moment erwischt, ist, geht's noch klar. Und hier, ich springe einfach mal auf gut Glück. Das habe ich noch geschafft. Aber jetzt werden die noch schneller. Leitern kommen hier. Ja. Kann ich hier. Ah, okay. Dann springe ich mal den Weg entlang. Wow. Das war ja richtig knapp. Und jetzt. Ja, ich weiß nicht, was sich davon schneller dreht. Ich will hier auf jeden Fall weg. Aber ich hab's geschafft. Checkpoint. So. Wow. Kreisel und nochmal ein Kreisel drauf. Das ist ja was. Und das habe ich. Da bin ich. Ja, da habe ich mich jetzt nicht bewegt. Aber ich bin runter. Und ich muss nochmal. Ne, ich muss nicht nochmal hier dadurch. Aber auf so ein Ding. Da irgendwie aufs nächste. Das kann auf jeden Fall ein bisschen schwierig werden. Aber nicht lange fackeln. Irgendwann sollte ich schaffen. Und jetzt nochmal. Ja, man muss länger warten. Jetzt habe ich es raus. Ich muss mich daher auf der Plattform halten und erst ganz, ganz, ganz am Ende abspringen. Dann, wenn man eigentlich gar nicht mehr will. Und zwar, es war so knapp. So, jetzt. Jetzt aber.
Also, ich erwische es einfach nicht. Das ist wie so ein Vierersprung, der sich halt noch wegdreht. Und jetzt aber, jetzt. Und da draufbleiben. Nein! Wenn ich aber noch eine Runde gedreht hätte, dann, ja, wäre ich halt, wow, automatisch runtergeflogen. Aber ich probiere es jetzt nochmal, weil so schwer kann es nicht sein. Jawohl. Und, ja, nee, jetzt bleibe ich aber noch einmal drauf. Das macht gar nichts. Ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's geschafft. Aber warum ist hier kein Checkpoint? Also das hätte ich doch auf jeden Fall verdient. Mit der Drehrolle hier, wo ich bestimmt nicht fällen werde. Komm, 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 komm. Ja, da vorne ist der Checkpoint in Sicht. Da vorne ist der Checkpoint und ich hab ihn. Ich hab nichts gesagt. Also das war heftig. So hier durch. Oh nein, da gibt's ein Haus, wo ich erstmal durch die enge Lücke passen muss. Nicht durch einen Block durch. Da bin ich ein bisschen zu breit. Aber erst wenn das Haus normal steht, kann ich durch die engen. Also das ist jetzt mal was Neues. Kann ich durch die engen Fenster da durch. Blick gar nichts mehr, Leute. Oh, da kann ich rausfliegen. Nicht gut. Dadurch. Glas kommt. Oh, einfach immer weiter nach vorne. Wie eine Waschmaschine. Drehe ich mich hier. Bin ich richtig? Ich glaube, da vorne ist der Ausgang. Ja. Und hier raus. Oh, Leute. Mir wird zu langsam. Gerade so auf dem Block. Ein bisschen schwindlig. So sah das aus. Das Haus. Das Drehende. Es geht gleich mal auf den nächsten. Zum Glück gibt es da ein paar ganz viele Teile davon. Also ein paar viele Stelzen. Sonst wird man direkt wieder runterfliegen. Komm, einfach jetzt gut Glück. Und es hat geklappt. So, was kommt als nächstes? Also diesmal echt extrem viele Features hier dabei. Das dreht sich zum Glück Gott sei Dank langsamer. So, irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss da drauf. Und dann, wo ist, was ist das nächste? Ich glaube, ich muss jetzt auf erstmal hier, auf den. Und dann habe ich das auch gemeistert. Was? Oh, der Part. Nimm nicht unbedingt die, du kannst dich hochbacken. Die Leitern oder was soll ich nicht unbedingt nehmen? Also das sieht, wenn ich jetzt so schaue, es dreht sich ja wirklich alles. Und naja, mal sehen, was ich hier, was ich machen kann. Da ist eine Leiter. Kann ich mich hochbacken? Ich kann mich echt hochbacken. Oh, jetzt geht's da hoch. Ich drehe mich halt ein bisschen. Ah, da ist die Leiter. Wow. Okay, das war's dazu zu dem Part. Und paar Viere. Nein. Von oben sieht es auch verwirrend aus, aber nicht so wie von unten. Und ja, die Sprünge waren doch eigentlich easy. Wow, Androids. Okay, da muss ich schnell mitlaufen, nicht, dass die mich wegbacken. Aber eigentlich machen die es noch nicht mal so. Boah, da kommen Stacheln. Die haben mich gerade noch so. So. Wow. Und let's go. Oh nein, oh nein. So, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, ich bin durch, ich bin durch. Aber was kommt jetzt? Da kommen nochmal so Kreissägen. Wie soll ich die denn machen? Ich hab's geschafft. Glückwunsch, du hast es geschafft. Da steht's auch nochmal. Danke fürs Spielen. Leute, Leute, also das ist echt eine heftige Map. So, da unten, das war auch ein verwirrender Teil. Von da ganz vorne bin ich irgendwo gestartet. Was fandet ihr so am besten von der Map? Könnt ihr ja mal reinschreiben. Aber diesmal, das fand ich so, glaube ich, echt die beste Kreisel-Parcours-Map, die ich bisher so gezockt habe. Also da unten, das hört ja gar nicht auf. Das war echt eine richtig lange Map. Und falls ihr schon mal mehr davon sehen wollt, Leute, von solchen coolen, crazy Parcours-Maps, lasst jetzt mal gerne ein Like da, aktiviert die Glocke. Natürlich auch gerne ein Abo da lassen, ist kostenlos. Dann verpasst ihr nichts mehr. Und wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein und ciao!